EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim FC Hansa Rostock. Guten Tag, meine lieben Leute. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Und da können wir uns erstmal freuen, dass wir jetzt hier das letzte Spiel gewonnen haben. Auch wenn wir davor den ersten Start in die Rückrunde verloren hatten gegen Augsburg. Aber dann sind wir gut zurückgekommen gegen die Bochumer mit Neudecker, mit Blackman und mit Holtmann. Und deshalb würde ich genau die Leute auch aufstellen wollen zu Beginn dieser Partie gegen Freiburg ist der nächste Gegner. Und da kommt einmal Holtmann hier dran. Und ich würde auf der linken Seite, ja, müssen wir mal gucken, ob Pires oder Rebic mitnehmen. Schauen wir mal. So, Onguene ist verletzt, das heißt, Sané wird kommen. Wir hatten überlegt, ob wir noch einen Innenverteidiger holen. Sehe ich jetzt gerade anhand eurer Kommentare nicht unbedingt, weil ihr eher gesagt habt, nö, lass mal, mein Freund, brauchen wir nicht unbedingt. Dann haben wir ein Kommentar bei fmzocker.de nochmal gehabt. Und zwar, da freue ich mich total drüber. Goldmann7 hat geschrieben und einiges an Taktik uns nochmal ans Herz gelegt. Und zwar im Mittelfeld sollte man auf die Spielstile achten. Keine zwei Spielmacher zum Beispiel. Das haben wir mit Blackman und Kübler nicht. Aber wenn wir Kübler und Grilic spielen lassen würden, dann hätten wir das. Machen wir aber erstmal nicht. Haben wir im letzten Spiel nämlich auch nicht getan. Und das lief ja gut. Das war ja in Ordnung, das letzte Spiel. So, er würde aber auch empfehlen, statt zwei ZMs noch einen als DM einzustellen. Das haben wir ja eine ganz lange Zeit gehabt. Ne? Und wir hatten ungefähr so eine Aufstellung hier. ZM, DM, OM. Sind aber dann irgendwann in die zwei ZMs übergegangen. Und das lief eigentlich gut. Ja? Jetzt so in der letzten Zeit halt nicht mehr so, aber ich glaube, das ist dann einfach der Sache gegeben, dass wir hier sehr schwach in der ersten Liga sind. Ne? So, auf der Außenbahnoffensiv kann man nachlegen und im Mittelfeld, wie beschrieben, um. Ansonsten macht ein neuer Stürmer wenig Sinn. Nö, einen neuen Stürmer brauchen wir auch nicht, wenn dann noch ein IV. Wir gucken mal hier, so einen hätten wir gut. Ne? Links außen hier Leon Bailey mit 84, aber 45 Millionen können wir nicht ausgeben für einen Transfer und vor allen Dingen passiert da ja auch nichts. Ne? Kommt ja auch keiner, hat ja keiner Bock. Felix Platte wechselt von Stuttgart noch zu Borussia Dortmund. Ansonsten gibt es hier nicht so viele tolle Wechsel. Trainerkarussell haben wir auch nichts Neues. Edwin de Graaf, kennen wir nicht. Alles gut. So, dann hat er noch geschrieben, also Osimhen sei ja ein Spielertyp, geht steil, da sollte man das mal umstellen und nicht als Sturmtank. Ich dachte immer, dieses Sturmtank in der Taktikaufstellung wäre einfach, welchen Spieler soll man ganz oft anspielen? So nach dem Motto, wenn man da zwei oder drei Stürmer hat. Jugendspieler entdeckt, 3,5 Sterne, ja komm, nehmen wir mit 14 Jahren, gar kein Problem. Zweite Transferperiode endet. Wir könnten nochmal gucken, dass wir für Reis Abel jemanden finden und dass wir da vielleicht in die zweite Liga gehen zum Ausleihen. Und dann gehen wir gleich bei Goldmann 7 wieder ran. Braunschweig sucht Leute. Aber die haben doch hier ganz viele RMs. Müssen wir mal schauen hier, wen haben wir denn? Wo könnte er spielen? RM hier auch nicht, nee. Die sind zu stark. 60, könnte sein. Bei den Jungs hier von Hannover spielen schon ein paar von uns. Und er hier, was hat der für eine Stärke? 74, da kommt er nicht dran vorbei. Ahlen, gucken wir mal rein. Ahlen ist 68. Ja, da könnte er doch hin. Nach Ahlen. Gucken wir mal nach Ahlen hier. Ob Ahlen ihn nicht haben möchte. Kommen auf jeden Fall mit einem Angebot. Wo ist er? Da ist er. Gerade nicht mehr gefunden. Dann gucken wir noch weiter. Noch einen zweiten Verein würde ich gerne raussuchen. Wie sieht es bei Bielefeld aus? Mit dem Team? Rechts außen 73? Nee. Wie sieht es aus bei 1860 München? Die haben doch bestimmt jemand guten. Ja, Julian Green. Ingolstadt. Auch gut. Guck mal, die spielen echt alle hier mit RA und LA. Wir waren echt noch so die letzten Mohikaner, die das nicht gemacht haben, offensichtlich. Ah, hier ist auch mal eine Mannschaft hier. So, Duisburg, aber die sind bestimmt auch gerade hier ziemlich kacke. Ne? Ja, die sind hier vorletzter. Ja, klar. Ist ja hier oben immer die aktuelle Tabelle. Weiß ich nicht. Der Rest macht jetzt nicht so viel Sinn, habe ich das Gefühl. Union Berlin, wie sieht's da aus? 70er, ansonsten 69er. Ah, da kommt er nicht vorbei. Wir leihen ihn nach Aalen aus. Die stehen ganz gut da. Machen wir. Dann war die Frage noch nach einem IV. Werden wir erstmal, wie gesagt, sein lassen. So, Osimhen sollen wir in der Taktik mal noch dann wieder hier rausnehmen.
Kübler als Spielmacher. Den Rest würde ich so lassen. Ganz ehrlich, der hat noch ein paar Ideen hier gebracht, und zwar Außenbahn. Er wird die beiden Seiten unterschiedlich machen. Links zum Beispiel Vorstöße und Dribbling und rechts dann geht steil und Flanken. So ungefähr. Die Außenverteidiger sind zur Innenverteidiger, macht er keine Vorstöße und keine Flanken. Das können wir uns auch noch überlegen. Wir haben schon Vorstöße ziemlich im Minus. Dann können wir das eigentlich auch noch weiter nach hinten ziehen. Flankenhäufigkeit, keine Ahnung. Ist damit von hinten einfach weite Bälle gemeint? Weil ein Innenverteidiger macht ja keine Flanke in dem Sinne, nur einen hohen Pass, aber dann ständ da auch vielleicht hoher Pass, ne? Vielleicht sollten wir es genau deshalb auch einfach mal wegmachen. Machen wir mal, gucken wir mal. Die anderen Sachen würde ich jetzt erstmal sein lassen. Ein DM haben wir eben nicht. Und wenn der OM Dribbling kann, könnte man noch das Dribbeln einstellen. Ist auch sinnvoll, dass man das hier nicht sieht, ne? Neudecker, was hat denn der in Dribbling? Ja, 85. Ja, ist so okay, ne? Wenn nicht, ob man das unbedingt dann braucht. 85 hört sich jetzt für die erste Bundesliga auch nicht so krass an. Lassen wir mal weg. Also vielen Dank, Goldmann, dass du dich hier gemeldet hast. Finde ich klasse. Freue ich mich. Habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich drüber gefreut. So, hier beim Blackman müssen wir sehen, dass der hier mal wieder Moral bekommt. Plus 5 Moralpunkte immerhin. Damit der uns nicht ganz abkackt hier, ne? Da herzlich willkommen, können wir mal noch sagen. Und auch hier. Herzlich willkommen irgendwo da, kann man herzlich willkommen sagen. Super, dann gehen wir noch in die Kommentare rein bei euch in YouTube. Da gab es nämlich auch ein paar. Derzeit sehe ich zu, dass ich hier noch so ein bisschen wieder die Spielergespräche dran kriege. Der Blackman hat sich erstmal gefreut, dass er in einer schwachen Halbzeit sein Tor gemacht hat. Ja, das war auch ganz, ganz wichtig. Und hat mich auch gefreut, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr gefreut habe ich mich da. War klasse. So, und jetzt brauchen wir noch einen Sieg, ne? Das sagt auch der Jackie Kackel Bruce. Gegen Freiburg müssen 3 Punkte her. Das ist unfassbar wichtig, um hier noch irgendwie an den Pott da zu kommen, ne? Also an den Klassenerhalt. Ist zwar kein Pott, aber trotzdem würden wir uns drüber freuen. Gut, dann haben wir Jimmy Leipzig. Er sagt, der Sieg war wichtig gegen Bochum. Wahnsinn, dass da so viel am Ende los war. Kilian nicht verkaufen, bitte, das machen wir auch nicht. Und IV fand er den Weber klasse, aber ich bin der Meinung, dass wir da eigentlich keinen brauchen. Abel könnten wir trotzdem ausleihen. Ja, ich habe schon geguckt bei den Kooperationsleuten. Da würde er nämlich ganz gerne... Ah, okay. Da würde er nämlich ganz gerne den Kollegen hinschicken. Den Abel zu einem von unseren Kooperationspartnern, aber der oder die Kooperationspartner, die sind so schwach von der Liga her, dass wir das eigentlich auch nicht machen können. Ein bisschen nullig. Ein bisschen nullig. Ja, dann Isländer. Kilian würde auch nicht verkaufen und er fände den Weber gut als IV. Den Hinz findet er auch nicht verkehrt, auf jeden Fall gut für die Kaderbreite. Kai-Ove Harders ist ein bisschen traurig, dass er nach Hannover gewechselt ist, weil er glaubt, er kann sich da nicht durchsetzen. Ich sehe das anders. Und gucken wir mal rein. Hannover 96. Habe ich vielleicht nicht genau geguckt, aber ich dachte eigentlich, ich hätte genau geguckt. Im Moment spielt der Herr Nani mit einer 70. Du sitzt immerhin auf der Bank, aber ja, ich sehe gerade, die haben ganz viele auf... Achso, linkes Mittelfeld, Moment. Da haben wir hier eine 80. Gucken wir gerade mal hier, ne, so Cheater-mäßig. 75, ja, scheiße. Aber da kommst du vielleicht noch dran mit deiner 74. Du hast gesagt, der Kollege Dings spielt hier noch, der... Oh, aber ich sehe keinen hier. Was hast du gesagt? Der Jakobsen, Tore Jakobsen? Aber wo ist denn hier Tore Jakobsen? Ich sehe keinen Tore Jakobsen. Ach, als linke... Ach, deshalb habe ich den das letzte Mal gesehen. Gerade noch im Augenwinkel habe ich gesehen. Hier, der wird als Linksverteidiger eingestellt bei denen. Deshalb, okay. Ja gut, dann ist das aber nicht deine Konkurrenz, sondern hier Görkem Saklam. Und an dem musst du vorbei und das schaffst du. Trau ich dir zu. So, Ronny Schumann sagt, Felipe Perez müsste ein echter sein und deshalb soll man dem noch ein Bildchen geben. Und habe ich schon ihn Auftrag gegeben beim FM. Hier unseren linken Flügelflitzer. Oder einen unserer linken Flügelflitzer. Wir haben da ja ein bisschen was nachgeholt. So. Wir gehen mal weiter, damit wir hier Freiburg noch ins Spiel bekommen. Mit der gleichen Aufstellung, wie gesagt, wie bisher. Weil wir da einfach echt, echt gut liefen. Ne? Hinten raus haben wir da einiges gezeigt.
Und das wollen wir jetzt wiederholen gegen die Freiburger. Da müssen wir gucken, dass das hinhaut. Mensch, das wär richtig, richtig wichtig. So, du darfst erstmal hier nach Aalen wechseln, mein lieber Abel. Und wir könnten ja mal bei Weber anfragen, was der kosten soll. Aber mal schauen. Auf der anderen Seite haben wir nicht mehr so viel Zeit hier in der Transferperiode, da haut das eh nicht mehr hin. So, also die Freiburger laden ein ins Bilfinger Stadion zu Freiburg. Deren Saison ist bisher nicht so geil. Wir sind gerade in einem mittelmäßigen Formhoch, sag ich mal. Und von daher hoffen wir auf Punkte. Genau wie die Dortmunder gegen Bayern München im Topspiel natürlich. Und dann Gladbach gegen Stuttgart und Bremen gegen Leipzig. Ach, Schissers hat sich verletzt. Das ist Kacke. Jetzt haben wir hier lauter verletzte Innenverteidiger. Ist doch Müll. Das ist doch Müll. So, links außen. Rebic haben wir dabei. Ivan haben wir auf der rechten Seite dabei. Player in die Mitte. Luka Kilian. Ah, da sind ein paar dabei auf jeden Fall. Wir gucken mal. Und ich glaube, hatten wir Player nicht so sogar am Anfang gebracht im letzten Spiel und dann ausgewechselt oder haben wir den eingewechselt? Er hat auf jeden Fall ein Spiel für uns gemacht, noch nicht getroffen. Formtechnisch sagt aber auf jeden Fall der Osimhen guten Tag. Dann lassen wir ihn auch spielen. Unsere Verteidigung steht sowieso. Grilic bleibt erstmal draußen, ist auch ein Punkt schwächer als Kübler und Blackman. Wir gehen mal hier in, nee, Taktik wollte ich nicht, in die Aufgaben nochmal rein. Da sind die Aufgaben. Alles nochmal sortieren, damit wir die besten Leute hier haben, die das hier machen. Freistoß auf Tor ist übrigens hier wirklich Blackman, der beste Mann. Klasse. Gut, sehr schön. So, wir könnten zu CD Nuancia wechseln. Boah, nee. Chisas hat Rückenprobleme für 11 Tage, ist auch bitter. Und Reis Abe wird ausgewechselt, ausgeliehen, so rum. Alles klar, wir gucken uns das an, wie das hier läuft. Gegen die Freiburger. Und wir müssen heute hier Gras fressen, auf jeden Fall, weil es geht um viel. Es geht darum, da unten irgendwie rauszukommen. Offensiv gestalten wir dieses Spiel hoffentlich und wir sehen erstmal, wie Brandon Harley eine Flanke bringt. Blackman das Kopfballduell gegen Stambouli gewinnt, aber dann am Tor vorbeiköpft. In der zweiten Minute schon. Das ist klasse. Und in der vierten Minute gibt es für Petrovic schon eine gelbe Karte. Oh, der muss aber direkt aufpassen hier. Das ist riskant, sich so früh was zu holen. Aber in der neunten Minute sehen wir auch die erste Chance. Jülich, der rechts außen von Breisgau, versucht den Ball an Tobias Färber, den Stürmer zu bekommen. Und irgendwie schafft er das auch. Aber Färber scheitert an Köhn, der da einfach mal blitzschnell reagiert und eine Wahnsinnsparade macht. Köhn ja auch einer der besseren Spieler in der Hinserie gewesen. So, wir haben einen Lloyd Flagman Freistoß, aber der geht weit am Tor vorbei. Um Gottes Willen. Abstoß. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt bisher aus. Chancen auf beiden Seiten. Jetzt nochmal Freiburg mit Jülich. Der kriegt den Ball auf Petrovic. Geht an allen vorbei, springt hoch, köpft den Ball auf Köln, genau. Immerhin. Uiuiui. So, Konzentration und aufpassen. Die Spieler des FC Hansa Rostock sind jetzt voll konzentriert und versuchen hier die Lücke zu finden. Genau wie Victor Osimhen jetzt aus 19 Metern einfach mal draufknallt. Schuhen lässt den abtropfen und dann ist da keiner da. Schade. Ecke, die erste in diesem Spiel. Göring bringt sie rein. Osimhen will da gegen Stambouli zum Kopfball. Ja, aber zerrt und zieht und dann gibt es Stürmerfoul. Freistoß für die Breisgauer. Da ist übrigens immer noch Christian Streich, der Trainer der Runde. Der sieht jetzt, wie Kayleigh Hinz auf der rechten Seite durch ist, auf Osimhen flankt und dann, was? Ach, schade. Abseits. Abseits wird gepfiffen. Nochmal jetzt aus der Drehung. Osimhen, der Ball wird gefährlich. Torwart Marcel Schuhen ist da und hat den Schussversuch aus 13 Metern dann doch sicher. Ja, 0-0 und wir spielen ganz lockerlässig mit hier. Finde ich ganz toll. Lloyd Blackman, das kann dich noch ein bisschen verbessern. Müssen wir dich mal hier motivieren, bitte. Dann haben wir hier jemanden, der eine 1 hat. Das ist klasse. Ansonsten hier viel zum Motivieren. Und noch eine Ansage. So haben wir uns das vorgestellt. Es läuft im Moment gut. Wir werden noch nicht wechseln. So, jetzt habe ich eben natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das gibt es doch nicht. Aber so lange sind wir, glaube ich, noch nicht dran. Jetzt stoppe ich mal die Zeit auf jeden Fall. Kayleigh Hinz holt hier einen Ball, aber kann damit nichts anfangen. Auf der anderen Seite dafür David Jülich, der geht an Bojeden vorbei.
Flachpass in die Mitte. Färber ist da, schiebt aus 5 Metern ein, aber abseits. Die Fahne war oben, gut gesehen vom Schiedsrichter. Knappes Ding, aber berechtigt, ganz berechtigt. Wunderbar. So, wir werden jetzt hier wechseln. Und zwar hat Gerrit Holtmann sich diesmal nicht zeigen können. Rebic wird reinkommen. Und in der Mitte überlege ich, ob wir noch Kilian bringen statt Osimhen. Aber der ist bisher auch noch nicht so wirklich schlecht unterwegs. Das heißt, wir werden das erstmal so lassen. Eventuell könnten wir noch Blackman auswechseln. So, geht drauf, liebe Leute. Filip Benkovic, der stärkste Spieler ihres Gegners, läuft ganz nah an ihm vorbei. Komm, wir sind jetzt mal richtig assi und provozieren den mal. Ah, der lässt sich aber nicht provozieren. Das wäre jetzt auch witzig gewesen, finde ich. Spielerwechsel bei Freiburg. Der SC wechselt Sakai ein für Petrovic, der es immerhin geschafft hat, nicht vom Platz zu fliegen. André Rebic, schön gegen Filip Benkovic. Dadurch kriegen wir einen Einwurf in gefährlicher Position, können da nichts machen. Aber das ist schon ordentlich. Einsatz gezeigt, sage ich mal. So, 20 Minuten haben wir noch und wir sehen von der linken Seite eine Ecke von Göring. Der bringt den Ball weg vom Elfmeterpunkt, aber Schuhen guckt, kommt raus, fängt den Ball mit einem Hechtsprung. Gar kein Problem. Gut, jetzt haben wir doch mal die Möglichkeit hier zu wechseln. Und Kübler hat im Moment eine sehr gute Form, deshalb würde ich... aber Moment, dann haben wir zwei Mittelfeld. Wir wechseln. Ich vertraue dir. Ich vertraue da jetzt einfach mal auf Blackman. Und ja. Hat ja beim letzten Spiel auch geklappt. Ne? Warum sollte das nicht jetzt auch nochmal klappen mit einem Tor vielleicht? Oder zumindest mit einer Vorlage. Wäre auch total gut. Würde mir schon reichen. Wir könnten vielleicht ein bisschen hier den Abstoß nach vorne mal machen. Und Konterspiel einsetzen. Ne? Mit so einer offensiven Herangehensweise könnte das ja jetzt hier in den letzten 20 Minuten vielleicht gewinnbringend sein. Aber momentan hat hier keiner irgendeine großartige Chance. Nicolas Höfler taucht jetzt auf einmal frei vor Köhn auf, muss nur noch einköpfen. Boah, und dann kommen die Patsche-Händchen von Köhn einfach hochgeschnellt wie die Faust von Hulk und kloppt den Ball über die Latte, was zur Ecke führt von Niklas Beste. Der Ball kommt rein, Färber setzt sich gegen Boyesen durch, zieht sofort ab. Der Ball fliegt am linken Torpfosten vorbei. Uiuiui, Glück gehabt in dieser Situation. Zweimal hintereinander. Und jetzt aber die Gegenangriffsvariante von Blackman auf Osimhen. Der Mittelfeldspieler unserer Jugend bringt den Ball irgendwie auf den Stürmer. Und der guckt und der überwindet Schuhen mit einem Flachschuss aus 9 Metern. Und da habe ich gesagt, ne? Der Lloyd Blackman, lass man einfach mal drin, vielleicht wird's was mit einem Tor oder einer Vorlage. Zack, gibt's eine Vorlage. Ach, wie schön ist denn das? Ja, dann würde ich auch sagen, lassen wir es hier mit den Ein- und Auswechslungen erstmal wieder und machen hier mal Zeitspiel an, meine Lieben. 7 Minuten haben wir nämlich noch und das wollen wir jetzt nach Hause bringen hier. Das wären 3 Punkte. Was sagt denn die Tabelle dann da? Oh, die Tabelle sagt was richtig Schönes. Wenn es denn so bleiben würde, wären wir aus den Abstiegsrängen erstmal raus. Das erste Mal seit gefühlten 8 Jahren. Klasse. So, wir werden hier auswechseln. Osimhen mit dem Tor kann raus. Dafür kommt Kilian rein. Der kann sich noch die Erfahrungspunkte abholen. Oh, das wäre das wichtig hier. Klare gelbe Karte jetzt hier für Nicolas Höfler. Und da haben wir doch Zeit. Da haben wir doch Zeit jetzt. Ganz, ganz ruhig angehen hier die Sache. Nochmal hier abklatschen. Trikot zurechtzieht. Eine Minute noch Nachspielzeit. Und in der passiert nichts mehr. Und da holen wir den zweiten Dreier. Sehr schön, sehr schön. In der Rückrunde schon 2 Siege. Klasse. Wir haben quasi unsere Siegesserie oder unsere Siegesanzahl haben wir verdoppelt. Wir sind 15. Meine Güte, das ist doch richtig, richtig, richtig gut hier. Wir gucken mal rein, wie die anderen Ergebnisse so waren. Mal, guckt euch das an hier. 15 an Köln und Freiburg vorbei, weil die beide verloren haben. Klasse. Sehr gut. Borussia Dortmund, unentschieden gegen Bayern München. Dann Schalke siegt gegen Wolfsburg. Hamburg gewinnt gegen Leverkusen. Gladbach, deutliche 2:4 Niederlage gegen Stuttgart zu Hause. Das ist aber auch hart. Augsburg gewinnt gegen Köln. Hoffenheim, Hertha, unentschieden.
ansonsten Bremen unentschieden gegen Leipzig und Bochum unentschieden gegen Frankfurt. Aha, aha, aha. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sind da unten im Moment der Sieger der letzten Spieltage. Das ist klasse. Was haben die? Ja, die Schalke haben auf jeden Fall hier auch einiges in der Elf des Tages drin. Von uns keiner, finde ich ein bisschen schade. Aber das soll mir recht sein. Solange wir gewinnen, ist das okay. So. Ja, klasse. Das freut auch den Robert. Der gibt uns direkt 3 Punkte. Keinen Grund zur Besorgnis. Na, ob das so sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Unentschieden gegen die zweite Mannschaft von Schalke rausgeholt mit dem Tor von Lukas Scholz. Unser Lukas hat auch einmal hier sich gemeldet und würde mich freuen, wenn du das nochmal machst. Ludwig hat erstmal noch ein Erfahrungsupdate bekommen und ja, wir sind jetzt hier echt mal happy, würde ich sagen. Ne? Klasse Ding. Vielleicht sogar noch in der zweiten Partie, dass wir auch nochmal gewinnen können. Das wäre schon sehr, sehr stark. Wir gucken uns das an, ne? Gucken uns das an. Als nächstes kommt Hamburg. Im DFB-Pokal haben wir sie besiegt. Alexandro wechselt von Man United zu Barcelona für 100 Millionen mit 33 Jahren. Die sind verrückt. Vollkommen verrückt. Mit 33, 100 Millionen ausgegeben. Krass. Man United reinvestiert direkt aber in einen Offensivmann. Juan Gil mit 20 Jahren hier am Start. Ein Mann aus der Jugend Real Madrids. 2021 angefangen, also ein Generierter natürlich. Krasse Wechsel hier auf jeden Fall gerade so. Dann Wallacy von Leipzig Richtung Gladbach. Brun Larsen von Bremen nach Stuttgart. Aha. Und Ben Yedder von Sevilla zu Valencia. Mai, mai, mai. So kann es ausgehen. Wir werden den DFB-Pokal Hamburg mitnehmen. Hamburg haben wir in der Liga geschlagen. Und das wollen wir natürlich jetzt im DFB-Pokal auch hinkriegen. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit. Und das nächste, was wir dann haben, ist das Spiel gegen Dortmund. Das ist natürlich auch wieder ein ganz heftiges Ding. Medizinische Abteilung können wir noch verbessern. Da müssen wir gucken. Ne? Benedikt Gottfried leider nicht besser geworden beim schwachen Fuß. Kilian abgelehnt das Angebot von Stuttgart, so ist es. Wir gucken in der Teamdynamik rein. Können wir im Moment hier irgendwie nicht mit so vielen reden. Ah, hier. Philippe Pires, kann man mal sagen, vertragt euch wieder. Vielleicht spricht er mit dem. Mit Kübler können wir das auch sagen. Ah, schade. Das wäre ganz gut, wenn die sich mal hier alle mal zusammenreißen würden. Ne? Wir brauchen nämlich unbedingt jetzt mal hier Leute, die Zusammenhalt auch leben, ne? Die einfach zeigen, hey, wenn ich nicht spiele, ist nicht so schlimm, Hauptsache der Verein gewinnt und so. Ne? So, Luca Kilian, dem würde ich halt auch einfach gerne einen guten Vertrag mal geben, ne? Aber das geht natürlich irgendwie die ganze Zeit nicht. Der ist nämlich richtig sauer, dass er hier die ganze Zeit nicht mal vernünftig bezahlt wird. So. Leider geht es nicht noch einmal. Vertrag verlängern. Ja, der sucht auch übrigens eine neue Herausforderung. War mir nicht bewusst. Will auch nicht verlängern. Der junge Stürmer. Hat aber auch bis 26 noch Vertrag. Wir sind bei 24. Das heißt, den haben wir auf jeden Fall noch nächste Saison. Und komplett die nächste Saison. Also jetzt noch so anderthalb Saisons auf jeden Fall. Und dann müssen wir langsam mal loswerden. So, es ist der Deadline-Day und dann auch ein Pokalspiel. Und dann ist die Folge doch vorbei. Wir starten den Deadline-Day. Wir gehen ein bisschen schneller rein. Wenn wir noch jemanden angeboten kriegen, gucken wir uns das gerne an. Aber insgesamt hat mir das jetzt gefallen hier, der Start in die Rückrunde. Mit 2 Siegen aus 3 Spielen, das ist schon genau das, was wir gebraucht haben. Und wenn das so weitergeht, dann ist das möglich, in der Liga zu bleiben. Der erste Wechsel um 10.26 Uhr, eine Stunde nach dem Knobbers. Und um 12 Uhr gab es auch noch André Gomez, der zu Marseille wechselt. Ja, okay, wir kriegen keinen mehr angeboten. Boubacar Camara nach Saint-Étienne. Dann gibt es hier ein paar. Wir gucken uns das natürlich gleich in der Auflistung an. Niemand will jemanden von uns holen. Hätte ich gedacht, da kommt vielleicht nochmal eine Offerte von Leipzig an Kilian. So ist es. Ist auch wurscht. Der teuerste Spieler ist Dennis Zakaria von Dortmund. Dann kommt Tolisso, De Ligt, Geiger und Thiago von Bayern. Dann nochmal 2 Dortmunder mit Martinez und Pulisic. Marc Kunze von Bayern, Sabitzer von Schalke und wieder ein Bayern-Spieler. Ne? Also Bayern ganz oben dabei, aber es überrascht mich jetzt, dass hier
Ein 27-jähriger DM will aber 90 Stärke. Das ist auch hart, ey. Boah, 90. Der hat auch schon 135 Spiele hier gemacht für die Jungs. Dennis Zakaria, den sollte man sich vielleicht merken. Vielleicht, das ist ja ein ganz toller Typ hier. Vor allen Dingen hat er auch schon die richtigen Trikotfarben an. Für meinen anderen Spielstand mit Dortmund. Gut, also wir sind im DFB-Pokal in dem Achtelfinale und Hamburg hat besiegt Meuselwitz, Werder Bremen und hier Regensburg. Wir haben rausgehauen 1860 München, Gladbach und Sandhausen. Ich würde sagen, ungefähr gleiches Niveau, wenn man alle drei Partien zusammenpackt. Und deshalb wird das jetzt interessant, ne? Wir sind 60 Punkte schwächer und wir sind in Hamburg unterwegs, also auswärts. Das könnte ein Problem werden. Das Topspiel in der Viertelfinalrunde ist Hoffenheim gegen Dortmund. Dann haben wir hier direkt Hamburg gegen Rostock und Schalke gegen Mainz. Und dann kommt zusätzlich noch Köln gegen Leverkusen im Derby. Und da das jetzt alles so gut geklappt hat, würde ich sagen, wir bleiben direkt komplett bei dieser Ausstellung. So wie sie ist. So wie sie ist. Ohne Wenn und Aber. Klasse. In der Hoffnung, dass wir das einfach nochmal machen hier. Dass wir nochmal hier ranknüpfen können an unsere Ergebnisse in der letzten Zeit. So. Hier wird kein Zweikampf auf den Weg gegangen. Im Stadion pfeift an Christian Groß. Und das Stadion, ist es verkauft im Moment? Ja, Seiko-Stadion. Naja, klar. Talisca geht erstmal an Blackman vorbei, zieht ab. Dann ist Kostic da, der linke Mittelfeldspieler, schießt einfach mal. Aber Kostic kann Köln nicht überwinden. Hui. 4 Minuten gespielt, die erste große Chance hatten wir jetzt schon. Und insgesamt sind beide hier daran interessiert, den Ball zu halten. Aber es läuft im Moment besser für den HSV. Kostic nochmal auf der linken Seite an Wiska. Der geht vorbei an Bojesen und aus 17 Metern geht aber auch der Ball am Tor vorbei. Immerhin. Hamburg spielt mit Abseitsfalle. Das könnten wir eigentlich auch mal wieder hier ausmachen. Und dann Konterspiel. Das ist noch von den ersten Spielen der Hinrunde. Der Rückrunde angeschaltet. Albert Kramer genau auf Talisca. Der Brasilianer kriegt den Ball, aber er erneut nicht an Köhne vorbei. Immerhin. Angriff von Rostock, aber Holtmann ist dazu unkonzentriert und bringt den Ball nicht aufs Tor. Verunglückte Kopfballabwehr. Daran kann dann Kostic profitieren. Der schießt aus 17 Metern seinen Kollegen Talisca ab. Der setzt sich wiederum jetzt gegen Brandon Harley durch, legt zurück auf Marc Uth. Der Stürmer kommt aber nicht an den Ball, ist ein bisschen zu langsam. Liebe Leute, hier müssen wir uns jetzt mal konzentrieren. Das ist ein bisschen zu Larifari, was hier läuft gerade. Die Abschlüsse können wir mal weiter nach vorne kloppen. Heuberg taucht nach einer schönen Kombination alleine vor Köhn auf. Der kann den ersten Ball halten und dann ist aber Uth da mit dem Abstauber. 1-0 für Hamburg. Es hat sich angedeutet. Es hat sich angedeutet. Klares Handspiel aber jetzt im Gegenzug von Kramer im Strafraum. Ja. Und jetzt macht den hoffentlich irgendjemand. Osimhen legt den sich zurecht, läuft an. Tor. Ja, 1-1. Was will man denn? Alles gut, sagt der Gary. Alles gut, klasse, wunderbar. Läuft. Puiuiui. Puh. Jetzt mal kurz durchschnaufen und dann hoffen, dass wir vielleicht noch einen machen können hier. Aber stattdessen die Hamburger. Wiska auf der rechten Seite, bringt den Ball aber nicht zu Uth und deshalb kann Köhn ihn halten. Talisca mit dem Schuss auf 25 Metern und der Ball, boah, ein Tor für das Saisonvideo. Was ein Abschluss aus 25 Metern unter den Querbalken ins rechte Eck oben reingekloppt. Eieiei. So, wir haben hier ganz eindeutig Probleme. Wir werden mal ein bisschen umstellen, dass wir hier nicht komplett das Problem haben und hier untergehen. Wir ziehen Holtmann mal nach hinten auf der linken Seite. Da kann vielleicht noch ein bisschen was gehen. Wiska jetzt auf Kostic, der linke Mittelfeldspieler, leitet den Ball sofort auf Marc Uth weiter. Und der Stürmer macht das Tor, ist aber im Abseits, habe ich schon gesehen. Ja, ja, die Fahne ist oben. Es bleibt also beim 0-1 und wir sehen, wie Jannis Kübler den Ball zu Osimhen reinschaufelt. Der geht in den Strafraum ein, legt quer auf Floyd Blackman. Der junge Spieler muss den Ball nur noch einschieben und hat damit keine Probleme. Was ist denn da los beim Floyd Blackman? Du hast ja gerade hier einen richtigen Lauf. 2-2, super, wunderbar.
Mit wenigen Chancen sind wir hier heute sehr effektiv, aber wir lassen den Hamburgern zu viel Raum. Talisca auf Uth, der flankt aus vollem Lauf und Köhn lenkt den Ball irgendwie noch über die Querlatte. Kostic bringt die Ecke jetzt rein. Marc Uth nimmt den Ball. Volley, 2 Meter links vorbei. Okay, wir werden auswechseln in der zweiten Hälfte. Und zwar werden wir Hinz rauspacken und... ach scheiße, jetzt habe ich ihn nicht mitgenommen. Das war dumm. Zappa Costa jetzt nochmal, legt zurück auf Talisca. Sané, passt auf. Ich wollte gerade sagen, dass ich da dann eventuell den Herrn Dedieu einwechseln könnte, damit wir ein rechtes Mittelfeld statt ein Rechtsaußen haben. Blöd, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Wissen wir direkt beim nächsten Mal Bescheid. So, Kostic bringt 2 Ecken hintereinander rein. Die sind aber beide mal einfach zu schwach. Und jetzt kann er mal abgepfiffen werden. Jo, es wird abgepfiffen. Und Köln mit einer ganz starken Leistung. Sané und Boyesen als Innenverteidiger richtig gut. Auch Brandon Harley, klasse. Und vorne Osimhen immerhin mit dem Tor. Ne? Ich wollte eigentlich jetzt ganz gerne mal Player, glaube ich, bringen. Im DFB-Pokal ist sowas ja immer mal ganz gut. Aber, komm, wir drehen jetzt in der zweiten Halbzeit einfach mal auf. Das können wir doch mal machen, oder? Wäre doch eine gute Idee. So, konzentriert in die zweite Hälfte bitte reinstarten, damit wir nicht direkt ein Gegentor kassieren. Ganz im Gegenteil, Neudecker auf Holtmann, auf Osimhen, der kommt zu einer Flanke, aber Udo Kai kann klären. Das wäre natürlich jetzt der Hit gewesen, wenn wir direkt hier mit dem Tor starten. Ne? Die erste Ecke für uns von Göring. Der bringt den rein. Osimhen hält den Fuß in den Ball und schießt den aber genau auf den Sven Ulreich, der den Ball dann einfach festhalten kann. Hamburg schüttelt sich, Hamburg spielt mit Uth auf Kostic, aber Boyesen ist da. Jetzt kommen sie über die linke Seite mit dem Linksverteidiger Douglas Santos, flankt von links in der Mitte, Boyesen klärt und bereinigt die Situation vor Kostic. Kostic auch ganz aktiv hier, ne? Also der zeigt auch, dass er Bock hat und hier arbeiten will. So, Hinz hat nicht so ein geiles Spiel gemacht, wir könnten mal gucken, Kostic könnten wir da, Kostic, Ribic könnten wir da bringen, aber Andrej Ivan kriegt seine Chance. Auf der linken Seite wiederum haben wir im Moment hier mit Holtmann zwar eine 76 stehen, aber die bringt gerade nicht so viel ein. Wir lassen sie trotzdem mal drin, weil ich ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. Ein bisschen die Hose nass. Vor Schweiß, vor Angstschweiß. Außerdem können wir den Wechsel ja eventuell noch gebrauchen, beziehungsweise die zwei. Boyesen hier mit einem klasse Tackling gegen Edin Visca. Es gibt aber Ecke für die Hamburger. Und die bringen den Ball rein über Kostic. Sané kriegt den Ball aber schön mit einem Flugkopfball hinten raus. Pierre-Emile Heuberg kriegt den Ball gar nicht erst zu sehen. Holtmann auf der linken Seite ist jetzt durch, hat den Ball mitgenommen, passt in die Mitte und in der Mitte ist Yannis Kübler und der Mittelfeldspieler schießt aber den Ball nicht an Sven Ulreich vorbei. Klasse Angriff von Hansa Rostock. Wieder die Jungs von Hamburg, Kostic auf Uth, 3:2. Ach, bitter, bitter, bitter. Da waren wir jetzt gerade nochmal gut dabei. Und dann kriegen wir doch hier einen rein. Eieiei. Papadopoulos hat sich verletzt, kann nicht mehr weiterspielen. Die Hamburger hatten kurz vorher gewechselt. Außenbahnanriss sieht so aus. Uiuiui. Neudecker wird von der Abwehr von HSV alleine gelassen. Bringt dann irgendwie den Ball mit einer Flanke zu Ivan. Aber der Kopfball von Ivan ist nicht gut genug. Schade, schade. Schokolade. Das wäre doch jetzt hier toll gewesen, wenn wir da irgendwie noch das Ding da reingeschäffelt kriegen. Mbabu wird als Innenverteidiger eingewechselt. Der hat hier eine 65. Das heißt, wir müssen das versuchen, da durchzukommen. Gelbe Karte für Benito. Da ist jetzt einer, der hat nicht so viel Ahnung von der Materie. Neudecker hat ein schlechtes Spiel gemacht. Wir bringen jetzt mal Player rein. Wir bringen mal Player rein hier. So. Blackman, zieh mal ein bisschen zurück. Kübler, zieh mal ein bisschen zurück. Und eventuell bringen wir noch Ribic gleich für Holtmann. Wir gucken uns das mal an. Wir müssen jetzt hier Gas geben. Gas geben müssen wir.
Das wäre klasse, wenn jetzt hier Alessandro Player einfach mal den Ausgleich machen würde als Joker. Brandon Harley hindert Kostic erstmal am Flanken. Das ist auch gut. Damit er gar nichts erst anbrennen kann. 10 Minuten haben wir noch. Und Marc Uth, ach so, hier am Strafraum geht er zu Boden. Das wird wieder nichts. Da ist alles gut. So. Null Probleme. Christian Groß lässt weiterspielen. So, wir gucken uns an. Wir werden Gerrit Holtmann auswechseln. Wir bringen Ante Rebic auf die linke Außenbahn. Und der bringt hier natürlich links außen viel mehr als im linken Mittelfeld, ne? Klar. Puh. Das wäre jetzt irgendwie noch möglich, hier das Ding reinzudrücken. Ivan auf der linken Seite. Auf der rechten Seite wird links steil geschickt. Was ist denn da? Geht erstmal an Babu vorbei. Hab ja gesagt, das ist vielleicht jetzt die Schwäche in der Innenverteidigung. Bringt den Ball jetzt von außen in die Mitte. Da ist Osimhen. Ah, Udokai klärt zur Ecke. Die bringt Döring rein. Götz Döring guckt, bringt den Ball ungefähr auf den Elfmeterpunkt. Und da ist Ulreich nicht rausgekommen. Stattdessen Michael Boyesen knapp am Torpfosten vorbei. Und die Hamburger kontern über Heuberg auf Mart Uth. Der spielt den Ball zurück auf Talisca. Zack, drin. Das war's, liebe Freunde. Das ist jetzt hier gegessen. 4 zu 2 schlägt uns der HSV hoffentlich. Oder vielleicht 5 zu 2, weil Talisca sieht, dass Köhn weit vorm Tor ist. Ja. Leicht verschätzt, der liebe Köhn. Schade drum. Aber wenn der Pokal raus ist, dann können wir uns auf die Liga konzentrieren. Ist ja auch irgendwie wichtig. So halb. Und insgesamt fand ich das jetzt nicht so schlecht. Auf der anderen Seite kriegen wir jetzt hier hinten raus, aber richtig einen reingekloppt, wie es aussieht. Zappacosta nochmal auf Uth und der versucht's, kriegt aber nur einen schlechten, schwachen Ball hin. Oh, immerhin. Mann, Mann, Mann. Puh, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das mit, dass wir hier leider raus sind und gucken uns dann, guck mal hier, Dreierpack von Talisca, 5 zu 2. Also hinten raus war es aber auch echt traurig dann. Das ist doch echt böse gewesen. Mann, Mann, Mann. 86. und 88. Irgendwie, als hätte ich eins verpasst. So komme ich mir gerade vor. Ach so, nee, das ist doch alle da. Ja, traurig, traurig. So ist es aber, ne? Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim. Wir sind raus. Köln ist weiter gegen Leverkusen. Und Schalke 6 zu 0 gegen Mainz. Meine Herren. Halbfinale ist also besetzt. Ja, das nächste Spiel wird hart. Müssen wir gucken, was da so geht. Und da gegen Dortmund, die sich hier richtig gut verstärkt haben mit Soyuncu, wird es ganz, ganz hart und schwer in der Innenverteidigung. Und vorne haben die Platte geholt. Es wird auch schwer. Insgesamt die Dortmunder hier ziemlich gut vertreten, was die Einkäufe und Verkäufe angeht. Genauso wie Gladbach. Die haben sich aber eigentlich nur eingekauft hier. Delaney, Hogma, Wallacy und Diallo. Krass. Hingegen die Liverpooler hier Richtung Deutschland verkauft haben. Ne? Heung-min und eben Soyuncu nach Bayern und Dortmund. Ja, meine lieben Freunde, dann war es das auch schon. Felipe Pires sucht noch das Gespräch und wir gucken mal, was da so los ist. Die meisten Ausgaben hatte Barcelona, dann Gladbach, krass, 117 Millionen Euro. Und dann die andere Borussia, Borussia Dortmund. Sané bricht Training ab. Warum ist der denn jetzt sauer? Der spielt doch die ganze Zeit. Was ist denn da los, ey? Warum sind denn alle sauer hier bei uns? Ist doch scheiße. Döring ist verletzt. Das ist auch scheiße. Das ist auch sehr, sehr scheiße. Müssen wir gucken, wie wir das angehen. Pires könnten wir jetzt mal auf die linke Seite vielleicht mal bringen. Holtmann hat es ja nicht so gebracht. Und mal gucken. Sané ist irgendwie schlecht drauf. Warum auch immer. Der spielt doch gerade hier. So, was könnte man denn noch sagen? Ich glaube, du hältst dich gut für dein Alter, ist schwach, blöd. Mal gucken. Weiß nicht so ganz, warum der hier sauer ist, ehrlich gesagt. Warum die alle hier gerade sauer sind, ist doch gut hier. Mach genau weiter so, läuft doch, ist doch klasse. Janis Kübler, haben wir schon gesprochen. Blackman haben wir auch, aber können wir nochmal. Du hast mich überzeugt hier und du hast doch jetzt auch echt gute Dinger gemacht, mein Freund. Ist doch klasse. Warum alle so negativ hier? Was ist hier los?
Osimhen hat ein Tor gemacht, der ist aber gerade bei der Frische ein bisschen schwach. Da könnten wir überlegen, ob wir dann mal mit Kilian starten. Wow, und vielleicht Krillitsch statt Kübler. Dann haben wir auch noch eine bessere Frische. Das wären mal so die zwei Rotationspositionen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum die hier alle so sauer sind. Vielleicht habt ihr eine Idee, was wir machen können. Sané bricht nämlich hier Training ab. Die werden das Gefühl nicht los, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Wenn der nämlich jetzt auch anfängt, hier zu mucken, dann hätten wir gleich wirklich noch einen Innenverteidiger kaufen sollen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge, wo ich hoffe, dass ihr bis dahin wieder schön kommentiert habt. Und ja, ihr dürft nicht vergessen, auch wenn wir aus dem Pokal raus sind, wir haben 2 Siege jetzt in der Bundesliga geholt in der Rückrunde. Und dadurch sind wir 15. Der Gary freut sich, der Gary ist weg, der Gary wünscht euch ein schönes Wochenende. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüssi.